balanced. Und dass Raoul auch sehr für sich im Interesse handelt, um Geld zu verdienen, kann man auf jeden Fall voll zustimmen. Also, immer im Interesse der Spieler. Bra, was soll das heißen? Nee. Can't agree. Aber dass Raoul auch versteht, was den Spielern wichtig ist, schon. Also, insgesamt nicht so bad. Halt so ein Mix aus beidem. Deswegen neutral. Die Häufung nimmst du League of Legends Belästigung mit negativem Verhalten in Kontakt. Warte, Belästigungen? Und mit negativem Verhalten, oder was? Belästigung, welche Art? Der Pike gerade eben hat Leute genervt, aber hat mich jetzt... Also, kannst du dann muten und fertig. Weil, guess häufig? Positiv Verhalten in Kontakt, honestly, auch häufig, oder? Honestly, ist es fein, es ist beides. Ich bin aber, glaube ich, jemand, der auch viele dieser negativen Sachen gar nicht so richtig wahrnimmt, weil der Pike spampingt und so, und ich lese im Twitch, dass einige meinten, so, der fuckt voll ab und bla, und ich habe den Pike dann irgendwann einfach ausgeblendet, obwohl ich ihn nicht gemutet habe. Ich würde schon sagen, beides häufig. So, gib bitte eine weitere folgende Aussage zustimmen. Sprout Games implementiert effektive Programme, um positives Verhalten zu ermutigen. Ablehnung, also das Honor-Programm ist da so trash. Kann man viel besser machen. Also viel besser. Und dass die negativen Verhalten entgegenwirken, auch Ablehnung. Die Systeme für das Spielerverhalten schützen die Spielererfahrung erfolgreich. Die Systeme für das Spielerverhalten schützen die Spielererfahrung erfolgreich. Okay, dreimal Ablehnung. Honor-Programm ist ein Joke, Reporting ist ein Joke und beides zusammen ist auch ein Joke, also Ablehnung. Beides ist nicht gut. Einfach schlichtweg. Wir danken dir Wombat zu. Finna von der Zappmann, willkommen. Danke dir. Als nächstes schwenken wir etwas und möchten über deine Erfahrung mit dem Freischalten von Internet League of Legends erfahren. Der Preis für Champion ist angemessen. Alter, keine Ahnung. Also, ich spiele sehr viel mehr League of Legends als der Average League of Legends Spieler. Schon seit vielen mehr Jahren. Es ist mein Leben, mein Beruf, mein Hobby, mein alles. Und ich kriege auch mehrere Accounts, wo ich einfach alle Champions und Skins for free bekomme. Also, meine Aussage hierzu ist nicht wertvoll. Keine Ahnung, ob das gut ist. Ich bin auch kein typischer League-Spieler. Ich spiele viel mehr, als jeder im Twitch-Chat League of Legends spielt. Riot verkauft regelmäßig Inhalte, an deren Kauf ich interessiert bin. Nö, ich kaufe keine Skins. Riots Preise für Inhalte sind angemessen. Keine Ahnung. Oh, warte, da muss ich Ablehnung machen. Riot ist verglichen mit anderen Spieleentwicklern gierig. Riot ist verglichen mit anderen Spieleentwicklern gierig. Twitch-Chat, Thoughts? Ist Riot gierig? Also ich habe halt seit Ewigkeiten keine Skins gekauft. Ja, aber die anderen auch. Ja, aber im Vergleich zu anderen. Man muss jetzt schon relativieren. Also meine Grundsatzhaltung bei sowas ist immer, es ist ein Free-to-Play-Game. Ohne Pay-to-Win-Elemente. Ohne Pay-to-Progress-Elemente. Also, I don't know. Würde ich einfach ablehnen, als Grundinstinkt. Ich bekomme viel, wenn ich blaue Sensen ausgebe. Keine Ahnung, ich muss die nicht ausgeben. Ich habe die seit Ewigkeiten angespart. Der Preis von Skins ist angemessen. Wieder, keine Ahnung. Ich bekomme viel, wenn ich RP ausgebe. Keine Ahnung, habe noch nie RP ausgegeben. Also schon, aber vor 8 Jahren oder so das letzte Mal. Okay, den Rest machen wir später. Wir sind in-game. Let's get it. Der Rest ist später an der Reihe. Ich dachte, man kann sich XP-Boosts kaufen. Ist das nicht Pay-to-Progress? Das stimmt. Das stimmt, ja. Du hast ja diese Pay-to-Progress-Elemente dann auch permanent eigentlich. Natürlich Level 30 ist das wichtigste Level für Ranked. Aber du kannst auch weiterhin halt Level abbekommen für neue Champion-Shards und Shits und Lootboxen, was auch immer. Also, I guess, ja, XP-Boost habe ich jetzt überhaupt nicht dran gedacht, weil ich habe noch nie in meinem Leben einen XP-Boost gekriegt. Doch, habe ich mal gekauft. Irgendeinen Account, den ich leveln musste, bestimmt. Keiner true, aber ist auf jeden Fall kein Pay-to-Progress im Vergleich mit anderen Games, I think.
Nein, da du auch alles machen kannst ohne den Boost, das Leveln bringt dir absolut gar nichts. Aber das wäre nicht das Argument von Lysan. Was du jetzt argumentierst, ist Pay to Win. Du kannst alles machen ohne den Boost, aber was die Argumentation ja ist, ist, dass du schneller bekommst. Pay to Progress, nicht Pay to Win. EXP ist ja mehr oder weniger egal. Nee, stimmt doch nicht. Wenn du mehr EXP kriegst, kriegst du schneller Level ab und dann kriegst du schneller die Champion Charts. Also hast du schneller Progress. Du bezahlst, um Progress zu kriegen. Pay to Progress, oder nicht? Was verstehe ich da falsch? Aber Pay to Progress meint normalerweise auch im echten Game Progress, nicht Cosmetics. Ja gut, aber es ist ja ein riesiger Vorteil, in Draft counterpicken zu können, wenn du mehr Champions besitzt. Also wenn ich jetzt einen Account habe, der 16 Champions hat oder 161 Champions, dann bin ich auf jeden Fall stärker auf dem 161 Account Champion. Was für neue Spieler wahrscheinlich nicht stimmt, weil die neuen Champions eh nicht spielen können. Wenn sie alle Champions haben, können sie die eh nicht, aber ja, wenn ich in Draft mehr Wahl habe, ist es ein Vorteil. Ich danke dir, Twitty, vielen Dank für den Sub, Mann, willkommen. Danke dir. Also ich würde auch sagen, es ist eine sehr schmale Form von Pay to Progress, aber es ist Pay to Progress. I think. Ergibt schon Sinn, was Lysan geschrieben hat. In my honest opinion. Blob. Jorn kann im Early Game gewinnen, ne, gerade wenn er Grass spielt und kein Spellbook und dann ab Level 5. Meine Cube auch einfach Cooldown. Dann gewinne ich. Der Spell ist, scaled ja eh so gut mit Leveln. Der ist der aggressivste Orn, den ich je gesehen habe in meinem Leben. Flash. Ach, sorry, egal, jetzt lass kurz League of Legends spielen. Ich muss ja aufpassen, auf der Welt nicht gedived zu werden. Ich war schon Botländer, also alles gut. Mordekaiser Last Hitting Pock? Wait, das war wirklich voll sexy, hä? Bow before your damnation. Bow before your damnation. Ja, der hat keine Minions kein Item gecraftet, deswegen hätte ich die Minions lastet muss unter dem Turm. Warum? Die sind locker ein Ruby Crystal craften können. Oder Magic Resistance. Gold hat er definitiv. Er hält immer noch seinen W-Proc ab. What the fuck? Wie lange hält das? Orn ist broken. Mein Orn ist broken, aber. Den W-Proc hätten wir schon rechnen dürfen. Ja, wir sterben hier einfach, oder? Okay. Every soul shall serve. Ja, wir gewinnen mit der Zeit, aber Orn hat mich schon ganz gut vermöbelt über den Game. Wildpad an ihn, Mann. Holy moly. Ich war noch nie so hart wie gerade jetzt. Erst ein paar Minuten habe ich wahrscheinlich schlecht getradet. Oder er hat einfach insane gut getradet. Ich hätte mich reinpushen lassen sollen im Early Game. Hätte ich vorher, er hätte Kai gecraftet, wären wir einfach tot. Wäre es nicht geil von ihm? What? Ist der wieder von irgendwas gehittet? Wir sind dead even in CS, aber wir haben Kennen nicht bekommen, also sind wir goldtechnisch trotzdem ein bisschen behind. Ich kann ja auch mit deutlich besserem Gold Recon als ich und vor allem kann er sich so oder so Items kaufen mit dem Gold. Auch in Landing Phase, dann erst Orn. Axel hat sogar noch bessere Items als er. Na gut, er hat Refillable, I guess. Ja, Level 6 sind wir sehr hart zu ganken, also nicht mehr weit der Weg. Living shall be next. Level 6 und gib ihm.
Ob wir spotten, müssen wir gar nicht warden, oder? Actually. Kein Entwurf auf Sylas. Auf Xerath. Kriegen Flash für Ghost, aber Ult für nichts. Das heißt, wir müssen auf seine Ult gleich ein bisschen achten. Ah, da hätte ich gerne da tot gesehen. Bin mir sicher, ihr auch. Hat er noch TP? Insgesamt fett das Dub für mich. Ich krieg eine Wave mehr, ich krieg sein Ult, sein Flash. Beides länger cool und als mein Ghost und mein Ult. Also fetter Dub für den Mordekaiser. Wir kommen jetzt auch mit angenehmem Gold und können jetzt auf die Map zurückrennen. Der Team hat den Weg bekommen. Ornn verliert noch die Wave hier hinten, die bounce jetzt zu mir. Not bad. Der spielt insane, oder? Ich würde gerade sagen, da habe ich gerade ziemlich gut gespielt. Honestly. Also, wir haben Level 6 ihn überraschen können. Wir haben sein Flash bekommen, sein Ult bekommen, alles überlebt. Er spielt auf jeden Fall nicht bad, aber er hat gerade sehr viel verloren. Das war auf jeden Fall nicht angenehm für den Ornn. Noch Rapper farmen sollen, was ist hier los? Und wir spielen ja nur Bosside. Ja, der könnte easy auf Herald sein hier. Oh, ich kann den Herald gleich machen, wenn Ornn den nicht. Okay. Pop ist auch Botlane. Should be good, should be good, should be good. Ein Pink Ward im Busch. Bedeutet stärker für jeden Heraldimus fight you. Den Conqueror stacks. Spots hat verloren. Bin ich wieder Ghost ready? Oh. Er denkt, er wird sich gerade Busch was craften mit anderen Schiffen. Others worship at my feet. Meine Teammates verlieren gerade auf der Map. Don't like it. Don't like it one bit. Hm, wahrscheinlich sollen wir den Busch hier warden. Als Mordekaiser seiner Position geht, sollten wir da noch unten zu haben. Aber ein Kaiser macht halt sehr guten Damage an Herald. Dodge den Schwinger. Weit stärker als Evelyn Fight, aber er kann den Recon natürlich jetzt die Zeit nutzen zu resetten. Kann um einiges besseres Gold haben als ich. Hatte er Cosmic Insight, dann hat er schon wieder TP. Gold brauchen wir noch? 500, das ist doch zu lange. Wenn wir die Wave haben, die nächste, die Quack Camp und dann die nächste, dann maybe. Okay, wir haben von unserer guten Bot-Side so viel verloren. Insane. Eigentlich unsere starke Seite der Map. Das Early Game. Ja, wenn wir den ersten Drachen bekommen und den Herald. So, wir fahren jetzt noch die nächste Wave und das Camp hier und dann haben wir unser Item.
Und die Curie isoliert auf den großen Treffen, damit wir es insgesamt das Kampfstall daneben. Ja, dann könnt ihr auch gerne meine Passive drauf gehen. Nice. Durch alle rauskommen, ist das sehr gut für uns. Aber ich fällt einfach 5 AP. Das trotz Inferno Drakes. Und geht für den Turm, also. Für den Draker, sondern gehen wir für den Turret, aber top TPen können. Weil es komplett worth den ersten Drake. Wir hätten einfach Held mit spawnen sollen. Mir fehlt immer noch. Haben wir nicht Harry Mitte gespawnt? Wir gucken dir beim Drachen machen zu, während Ornn da ist. Ornn verliert aber 2 Waves, 2 Playlings. Wenn wir Harry Mitte spawnen können. Und die hätten auf alles reagieren müssen. Meinetwegen, also wow. Da war deutlich mehr drin, als nur beim Drake machen zu gucken. Bitter. White und bitter. Of the hereafter. Er sollte wieder Mitte einfach annehmen, der Ornn. Der Turm ist wichtiger als Top Turret. Außerdem haben wir Mitte keine Wave, die Surf geklärt, die werden nicht viel verlieren. Ja, was er macht. Ist wieder Mitte noch bei mir, also. Hat er ein Camp gefarmt? Nee. 130 erst, und immer noch 103. Cool, dann kriegen wir noch ein Plating hier, ein drittes. Poppy ist Level 7, das heißt, die ist absolut keine Bedrohung. Nice. Ey, nice. Ghost resettet sich, also kann ich mit dem restlichen Ghost weiterrennen. Ja, mein Schild ist so riesig. Genau wie mein Penis. Aber es hat das Coole auch, dass beides von Revitalis vergrößert wird. Also nicht mein Penis und das Schild, sondern Heilungen und Schild. Alles Riftmaker, Heilungen und Conquer und so. Und auch das Schild selbst ist halt einfach richtig, richtig strong. Und beide kennt die Vieh. Mit anderen Worten, wir können eigentlich jetzt permanent für Top-Turret spielen, ohne dass wir Angst haben müssen, dass Ornn roamen kann. Wenn wir den Top-Lane einsperren, wäre es quasi perfekt. Sieht schon ein bisschen sauer aus. Alter, wie groß ist das Schild? Richtig, Dinner Dive. Honestly, Ornn spielt nicht schlecht an der Wand und so, aber ich meine, ne. Er misplayt trotzdem und ich kann ihn punishen. Er spielt es trotzdem nicht schlecht. Das ist eine seltsame Aussage. Also, er spielt den Großteil gut, aber die kleinen Fehler, die er macht, die benutze ich auch sehr gut. Und wie gesagt, das Matchup ist ja auch wirklich. Oh, der Kaiser favored. Als kleine Fehler tun sehr weh. Hat er geflasht? Ja, ist in der Frame geflasht. Aber er konnte nicht meine Q flashen, weil er schon an der Wand stand. Also, gab es keine Möglichkeit für ihn zu entrinnen. Der Keule. Wir warten, es sind legit 50 Gold in Base. Wie frustrierend ist das? Others worship at my feet. Weaklings cower in the light. I bring eternal darkness. Wenn es den Seraph gekillt und den Dingens gekillt. One. Dann sollten Top-Waves fixen und für den Drachen ready sein. Ornn hat 4 mit TP, er hat Cosmic Insight.
Bin ich bereit, den Cannon zu droppen für das Truck-Camp? Wir sollten in den River gleich reinsteppen und einfach Harold contesten. Oder Harold solo. So OP. Ob ihr on, kann mich gerne fighten kommen. Was sollen die tun? Ich hab zwei Items. Ich bin so strong. Bitte passt mit denen auf. Man kann sehr easy Mitte kommen und euch da aufhalten gehen. Und die machen gerade Harold zu zweit mit Poppy on, aber das wäre schon sehr seltsam. Wir verbrennen den Harold so schnell mit Demonic und Passive. Jeder einzelne Demonic Pop ist 148 Schaden auf den Harold, das ist ja crazy. Was ist das? I promise eternity. In dem wildesten Flank, seitdem es Flanks gibt. Leider weiß er darauf, dass ich hier bin. Also, ich bin hier. Haben wir in den Stun reingezogen gerade? Demonic Embrace, kill den Seraph, danke. Wir werden sollten sollen trotzdem. Wenn wir noch danach im Fight sind. Nicht gut insgesamt. Ich will nur Space kaufen für mein Team. Ich hätte einfach trotzdem jemanden ulten sollen, damit ich einfach nicht weggeultet werde. Ich kann dann nur Zerah ulten, natürlich war schon ein HP, was ein bisschen awkward die Situation macht. Aber es ist halt wichtiger, dass ich einfach kille und dann auch noch da bin und Poppy ult gedodged habe. Wäre der wichtigere Play gewesen. Was Drake machen mit ihr? Ich hätte ganz gerne gutes Gott alleine kriegen. Ich glaube, nämlich hier, gehen an Drakes, wenn ich noch auf die Map komme. Ich habe sehr gute DPS auf Objectives. Ja, was gehen wir? Rylaze? Und Rylaze ist mal so scheiße, irgendwie. Brauche ich nur Rüstung. Mich kann niemand killen, außer Draven. Will keine Kills mehr mit Fett. Es macht. Ich muss nicht vor denen gehen. Ja, Mercs. Mercs, Rylaze oder so. Und dann irgendein Item für Draven. Vielleicht sogar einfach Anathamas. Und Draven binden, jetzt sofort. Ein bisschen mehr Ability Haste würde mir gut stehen. Ich nehme ja kein Damage von Draven, ich brauche eigentlich Rylaze nicht. Your team has destroyed a turret. Ja, oder? Er ist die einzige physische Schadensquelle dieses Game. Ich gehe dann nach Force of Nature, ich bin unkillable. Anathema, Draven, Force of Nature und wenn ich will, Rylaze. Aber will ich nicht wirklich. Ich habe genug Damage. Ich danke den Nico und Wolkenland für eure Subs bekommen. Dankeschön. Du musst recht low, weil wir niemand auf der Map. Und gerade auf mich gerade klapsen. Ich würde einen mitnehmen und wahrscheinlich dann sterben. Aber ich würde so lange Zeit rausholen, dass mein Team vielleicht wirklich noch Nash rechtzeitig schaffen würde. Deswegen ist es für die Gegner nicht so leicht, so ein Play zu realisieren. Vor allem, wenn sie nicht wissen, wann mein Team resettet. Draven geht Lord Dominix.
Also wenn sie zu mir hovern, macht einfach Nash. Oh, das zeig dich bitte nicht. Warten jetzt auf Kälte, nein. Oh mein Gott, wenn die einfach nashen würden, ne? Ich finde diesen Play so bad. Wenn jetzt auch viermal noch Nash committed hätten, wir wären so spät da. Oh Mann. Was ist das? Du wirst geflasht, I guess. On! Will TP! Gear! Flop. On TP hinter uns. Oh baby, da ist der Nash, Bro. Hoffentlich nicht, vielleicht bin ich gleich wieder direkt für dich da. Hab ich das gemisst? Die Q hätte ich niemals wissen dürfen, das E muss ich jedes Mal gegen Face Rush. Haben wir gute Nash Minions, gute Waves, kann ich nashen. Der macht nicht mehr so viel Damage in ein paar Millisekunden. Mit schon 16% weniger Schaden, gleich 17, 18, 30, 30. It's gonna be alright. Die Pause hat nicht zu tun. Poppy kein Flash. Poppy Zone ist eigentlich nicht gut, ne? Mit Face Rush kann sie sehr leicht wieder von mir wegrennen. Besten ist eigentlich Horn. Horn, nachdem er geeht hat, einfach ulten oder während er eht. Während er ultet. Die beiden Situationen sind gut. Weil Revan hat 3 Items, der ist schon nicht schwach. Aber ein Aftermath auf ihm ist nicht bad. Die Vendetta auf ihm wird ihm auf jeden Fall wehtun. Was DPS auf mich angeht. Vielleicht hätte ich noch mehr Tank-Items Armor kaufen. Kann ich. Also ich kann aber jetzt 2 Tank-Items gehen eigentlich. Okay, das ist nicht gut. Wenn wir jetzt schwer mit Nash. Ach Jungs, warum seid ihr im River gestorben? Wie ist das möglich, Caitlyn? Weiß nicht, wie wir spielen sollen. Was halt euch zu sein. Ich würde sagen, Nash ist auch im Dörfern, wusste ich gar nicht. Wenn ich nicht 2 Spells müsste, ist er tot, aber es ist halt hart, wenn er B-Spammen kann. Jetzt habe ich 1000 Gold gegeben. Ich weiß nicht, warum Caitlyn und Dinge zum River sterben. Ist einfach nicht gut. Am Meibach, ich hätte, wenn ich ihn treffe, kann ich den Fighter obviously carryen. Also niemals Situationen stehen, dass wir 3 gegen 5 Nash defenden müssen. Aber wenn ich es besser spiele, wäre tot. Wenn ich es besser spiele, wäre trotzdem tot. Und flop. 1000 Gold für Ornn. Sein erster Kill. Mann, Modegame. Geh noch ran, Duins. Aber der Wechsel, wir gehen nicht Randuins, wir gehen jetzt Force of Nature und danach Randuins. My bad. Der Raven Killer ist alles gerettet, dann komme ich aus dem Deathem raus und slap einfach den Rest. Sollte niemals Situation entstehen, dass ich das machen muss, aber trotzdem sollte ich es besser spielen, wenn ich gezwungen bin, es zu erzwingen. Nicht gut geklatscht von Tolkien, Boy. Nicht gut geklatscht. Sehr viel Attack Speed. 2 Drake sei Dank.
And win. Wir danken dir, Ruflex. Vielen Dank für den Zeit, Mann. Willkommen. Ach, lass einfach noch kurz einen random Pinkball platzieren. Sollte die nächste Wave nicht pushen, ne? Die haben Nash Reset. Ghost, maybe. Aber dass wir gecatcht werden, das ist das Problem gewesen. Was ist das für ein Fight? Jenna ist in Base! How do you die here? Like, Jenna ist in Base, wir sind in der Mitte der Lane. Guck mal, wir Drain bekommen. Nicht bad. Ein Ghost, gegen Affen und Gold Shutdown. Hoffentlich ein Ghost hat ihre Nash aufgehalten. Backslash gerade. Sehr sexy aus, was war gerade geklingt, die Pita hat und wie lange ich da hinten konnte. Seele ist unser! Ja, ich glaube, Tankbild ist richtig, aber ich bin mir nicht sicher, ob der Bild der beste Bild ist. Ich glaube, es ist er. Let's just. Sorry, guys. Nichts anderes matter. Mit Seele kann ich jetzt so permanent. Ich habe jetzt quasi Riders, wenn ich Seele kriege, weil sie nicht backen können. Wenn sie permit geslowt werden von dem Scheiß. Soul Proc. Danke dir, Peter, für den Zappmann. Willkommen. Danke dir. Wehe. Okay. Fast. Whatever. Weiß auf Stopwatch. Gehen jetzt ran, Ruins und alles ist gut. Game sollte kaum Damage machen aktuell an mir. Mit Randuins Spoil-Item, Warden's Mail. Plus den Grundresistenzen und natürlich vor allem Anathemas auf ihn. Viel gut. Oh, wie könnte er? He dead. Sogar ohne Weiger. Ja, sorry, Boys. Ich hab auch Skate. Nein, Titan. Titan wird vielleicht sterben hier. Weiß noch nicht. Ich möchte, dass Titan hier nochmal stirbt. Junge, Force of Nature is broken. Weil diese Tanky, das 25% weniger Magic Damage. Like, ich bin einfach ein Titan. Und so outscaled. Wir müssen gar nicht recallen. Ich hab kein Item im Base. Wir können True Damage kaufen. Glaube ich nicht bad, oder? Lieber Tenacity. Aber ich will einfach größer werden. Tenacity ist auch nicht schlecht. Ich hab nur einmal Tenacity. Bin eh schon ein Titan. Nur noch größer werden. Und so groß, um aufs Portal zu klicken. Ja, der Draven hat geflasht, ich kann also einfach auf ihn durchrennen. Ich hab hier 463 Damage geblockt, hier mit 2000 und hier mit 2300. Das war in einem Fight letzteres, aber es sind auch mehr Magic Damage Champions. Weiger ist Botlane, aber TP.
Wir haben Zeit. Aber ich kann auch mit Ghost of Garen auf Draven durchrennen. Das bringt dir was? Deine Stats sind trotzdem weg, Bro. Ja, porte dich weg vom Titan. Mein Ghost ist immer noch an. Bruder. Ja, der Bild hat mir bisher. Also. Der wirkt schon geil, ne? Kein Counterplay für den Eddie Carry eigentlich. Anathemas drittes Item statt Rylas. Ich hab sonst auch mal Rylas gekauft und war einfach squishy as fuck. Auf drei Items. Aber ich brauche Rylas nicht. Demonic Embrace, Riftmaker und Leben. Solange ich nicht sterben kann, bin ich einfach OP. Also ich meine, ich kann einfach permanent DPS rausballern, die Frontline töten und Draven ist Deathram ziehen und ich habe ihn am Deathram dreimal gekillt. Das vierte Mal hat er sich raus QSS'd. Aber es spielt nicht wirklich eine Rolle, was ich raus QSS'd, denn seine Stats sind weg, auch wenn er QSS benutzt für 7 Sekunden. Und ich stehe auf ihm drauf, was ebenso sehr nice ist. Also ja. Wild. Wir waren wirklich sehr, 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 sehr stark. Sehr tanky. Wir haben oh, warte, ich darf wohl schon sagen, wir haben mehr Damage gemacht als Seraph, aber gerade so, holy moly. Mein Seraph ist ein Poke-Champion, aber ich war schon sehr mächtig diese Runde. Ja, wild. Der Ornn war eigentlich auch gut in Lane dabei und alles, aber er hat einen Fehler gemacht, dann habe ich ihn gesolo-killt und hab da nie wieder Land gesehen eigentlich. Ist auch sehr normal in dem Matchup, aber... Kann schon sehr viel machen. Holy fuck, mein Damage. Sehr, sehr tanky. Also sowohl bei dem ganzen Fight hier, wo wir halt so halbwegs Nash defenden, halbwegs Türme defenden, als auch danach den Fight in der Base der Gegner, gucken wir uns auch gleich nochmal an. Ich muss hier die letzten beiden Fights quasi sehen. Ja, wenn sie Vi fokussen dürfen, sind die Gegner sehr glücklich, ne? Mich nicht so tanky wie der Mordekaiser. Hätte ich auch nach vorne laufen dürfen wahrscheinlich. Was sollen denn Morde, Poppy und Lulu Seraph gegen mich machen? Ich hätte gar nicht nach hinten laufen sollen. Bin viel zu OP. Aber ich hatte noch kein Force of Nature, deswegen war ich nicht ganz so cocky. Force of Nature macht mich schon 10.000 Mal mehr tanky. Ich wollte auch nur Zeit gewinnen für Weiger. Speed rein und hat einen schönen Flank, weil die Gegner halt immer noch horny gehalten wurden, Mordekaiser zu killen. Ja, das war nice. Aber richtig OP wurden wir erst der Force of Nature. Das Item ist einfach zu geil. Wir steppen auf Draven einfach durch. Poppy hätte mich rausholten sollen. Oder zumindest hochholten. Sobald ich in den Backdown auf Draven bin, ist halt der Fight gelaufen. Lulu flasht meine E. Picture on my wall. Der Movement Speed von diesem Item ist einfach zu insane. Wie ich einfach hinterher sprinte. So geil. So tanky. Wenn Draven nicht da ist, like... What is this monster? Wenn Jenna ist auch nice auf jeden Fall. Ich glaube, an Jenna hätte ich actually wegrennen müssen. Durch Jenna kann ich nach vorne gehen. Das hat auch sich sehr gut angefühlt, der Nathamas zu kaufen für Ability Haste. Also als drittes Item statt Rylas. Ich krieg Leben, ich krieg Tankiness und ich habe einfach Cooldown. Und ich krieg ja auch Damage, denn ich krieg ja ein bisschen AP dazu. Ich habe mit der Demonic Embrace, also wird Leben auch zu AP umgewandelt. Es wäre besser für Draven gewesen, im Deathram zu bleiben, als rauszukommen, weil er einfach tot ist mit den 5 Leuten, die auf ihn draufstehen, aber ich meine, er ist oder so dead. Makes sense.
Ich war so hype mit Ghost und Force of Nature Movements mit ihm weiter runter zu rennen. Mit einfach 700 Movement Speed. Und jetzt hat er weggeportet. Shit. Ghost läuft immer noch einfach. Ghost läuft bis der Nexus fällt. Ghost ist so OP. Ja, Ghost ist broken.